Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu eurer Legung, die nächsten 74 Stunden bzw. die nächsten 72 Stunden. 74 Stunden, weil für jemanden geht es auch um die Zahl 74, okay? Auf Sonderwunsch von einer Abonnentin, die gesagt hat, Alena, könntest du bitte eine Legung machen, die nächsten 78 Stunden bzw. 72 Stunden? Ja, perfekt. Wir werden jetzt diese Legung machen. Es ist eine Kollektivlegung, die vielleicht nicht auf alle zutreffen kann. Zumindest, wenn es nicht in den nächsten 78 Stunden, 72 Stunden, 74 Stunden kommt, sind die Weichen schon mal gestellt, damit diese Situation sich geben wird, okay? Oder zeigen wird. Wow. Guck mal. In den nächsten 72 Stunden haben wir vor allen Dingen für viele ein Thema, eine Konfrontation, was mit dir selber zu tun hat, mit deiner Klarheit, mit deiner Ordnung, ja, mit deiner Heilung, alles, was du möchtest. Okay, aber es geht vor allen Dingen darum, wir haben zwei Frauen, wir haben zwei Energien. Es kann sein, dass deine Mutter krank ist, es kann sein, vielleicht, dass du ein bisschen angeschlagen bist, es kann sein, dass zwischen dir und deiner Tochter, also es geht auf jeden Fall hier um die Heilung, die Klärung, eine Kommunikation muss angesprochen werden, muss ins Leben gerufen werden. Es kann sein, dass du Frau bist und du hast ein Gespräch mit deinem Herzensmenschen, mit deinem Partner, mit deinem Sohn, wie auch immer. Aber es geht um eine weitere Frau. Die nächsten 72 bis 78 Stunden sind sehr wichtig. Warum? Weil für viele wird es so daraus hinauslaufen, dass, wenn du dich zum Ausdruck bringen möchtest, musst du den Mut haben, genau die Thematiken anzusprechen, die dir auf der Seele liegen. Okay? Du darfst erstmal 24 Stunden warten, ob sich ein Gespräch gibt ohne dein Zutun. Und wenn in den nächsten 24 Stunden sich nichts tut, kannst du gerne über den Tellerrand hinausschauen und schon mal anfangen, diesen Menschen aufzusuchen oder ein Signal zu geben. Direkt, okay, wenn du blockiert bist, über Freunde, wie auch immer. Es kommt Klarheit rein. Wir haben eine sehr tief sitzende Verletzung. Wir haben eine Unruhe für viele von euch, ja? Für die, die keine Thematiken haben mit Schmerzen, mit Problemen, sondern die voll im Hippie-Flow sind, okay? Hier geht es darum, einmal zu schauen, wie schön es ist, was du zurückgelassen hast, wie schön es ist, eine Belohnung zu bekommen, wie schön es ist, auch diese Schwangerschaft, diese Geburt, die jetzt in den nächsten Tagen kommen wird. Einige von euch werdet ihr, die ihr jetzt schon schwanger seid, in den nächsten 72 bis 78 Stunden gebären. Und das finde ich schon mal sehr, sehr schön. So, jetzt abgesehen davon, was ist wichtig zu wissen? Du darfst nicht an der Kohle haften. Die nächsten 78 Stunden, ja, oder 72 Stunden, also ist ganz egal, dürfen nicht daraus hinauslaufen, dass du in irgendeiner Abhängigkeit bist. Weder emotional noch finanziell, okay? Löse dich von einer Anhaftung mit irgendeiner Situation. Familienprobleme, Konflikte, Thematiken auf der Arbeit, okay? Vertrauensthematiken werden sich für viele von euch lösen, weil du den Mut hast, in die Konfrontation zu gehen, weil du den Mut hast, ja, aus dem Schmerz heraus dich zu disziplinieren, weil du den Mut hast, okay, Menschen zur Rede zu stellen, weil du den Mut hast, Dinge anzunehmen. Also es geht um Mut in den nächsten Stunden, es geht um die Freiheit. Du wirst eine wunderschöne Überraschung bekommen können, eine wunderschöne Heilung, ein wunderschönes Ergebnis, eine wunderschöne Benachrichtigung, etwas, was mit Geschenk zu tun hat, mit Erfüllung, mit Befriedigung, wird sich zeigen. Vorsichtig. Das heißt nicht, dass dich jemand überraschen will, unbedingt persönlich. Es kann sein, dass du überrascht bist von dir selber, dass du überrascht bist von jemand anderem. Das zählt im Tarot auch als Überraschung. Okay? Wir haben hier zweimal die Hohepriesterin. Und die Hohepriesterin redet über die Intuition, redet über die Feminität, redet über die Geheimnisse, über die Stärken. Es kommen ein paar Geheimnisse an die Luft. Jemand wird vielleicht auch ein Geheimnis ausplaudern, ja, oder du wirst jemandem ein Geheimnis erzählen können, oder du verplapperst dich automatisch und etwas ist auf einmal gesagt worden. Also das Wichtigste, was wir in den nächsten 72 Stunden haben, ist, in der Liebe ein Gespräch kann kommen, ja, ein Gespräch wird sich schon mal in die engere Wahl befinden. Es geht nicht darum, ob du mit diesen Menschen in den nächsten 72 Stunden wirklich redest. Du kannst mit diesen Menschen auf energetische Basis, auf Seelenebene einen Kontakt herstellen. Es geht darum, dass beide Energien erkennen, dass man bereit ist für ein Gespräch. Sollte der Mensch sich zeigen, perfekt. Sollte der Mensch sich nicht zeigen, ja, wird eine Vorbereitung geleistet werden. Wir haben vor allen Dingen für Widder, Löwe und Schütze, ja, das Vertrauen, die konfliktive Lösungen. Du wirst also beruflich, aber auch temperamental einige Herausforderungen haben, aber es ist völlig stimmig. Der Steinbock, die Jungfrau und der Stier, für euch geht es vor allen Dingen darum, die Anhaftung loszulassen. Ja, also es ist wichtig hier, dass ihr erkennt, dass die Zeit, in der ihr hier
waltet oder walt, ja, dass ihr die sinnvoll nutzt. Es geht auf jeden Fall um die Liebe. Der hohe Priester ist nicht dabei, aber der Imperator und die Imperatorin. Es werden sich ein paar Dispute klären in der Liebe oder du mit einer anderen Person. Wir haben ganz viele Familienthematiken hier für die nächsten 78, 72, 74 Stunden, ja, wo ich dir sage, du hast Stärke, du hast Mut, du hast Kraft. Die Kinder werden auch wieder ein wichtiges Thema sein, der Neuanfang loszulassen. Also ehrlich gesagt, die nächsten 72 bis 78 Stunden geht es darum, höre auf deine Intuition. Ja, vertraue auf das, was wirklich richtig ist. Und gehe diesen Weg aus der Kraft, aus der Liebe heraus, egal ob Trennung oder Nichttrennung, egal ob Kündigung oder Nichtkündigung. Von dir wird in den nächsten 78 Stunden maximal gefordert, zu zeigen, was in dir steckt. Ja, eine gewisse Heilung anzunehmen, nicht zu stagnieren, nicht zu jörzen, nicht zu jammern, sondern die Zügel in die Hand zu nehmen, okay, nach vorne zu schreiten, die Hoffnung nicht aufzugeben, die Klarheit kommt, Situationen werden sich nicht nur zeigen, nicht nur lösen, sondern auch zu deinem Gunsten ausgehen. Bist du in einer Zerrissenheit, Zwilling, Waage, Wassermann, bist du in einer Zerrissenheit, wähle den Weg erstmal der absoluten Stille. Du wirst in den nächsten 72 bis 78 Stunden, Zwilling, nicht ganz zum Erfolg kommen können. Es sei denn, du hast schon einen spirituellen Weg eingeschlagen, du bist in der vollen Überzeugung, ja, du bist nicht in der Abhängigkeit, du bist in der absoluten Befreiung, mega. Krebs, Fische, Skorpione, aber vor allen Dingen auch die Jungfrau. In den nächsten 72, 78 Stunden ist es wichtig, emotionale Reinigung, emotionale Befreiung, emotionale Klärung. Für alle, aber auch hier, auch die ältere Generation, ja. Es kommen Momente auf euch zu, wo ihr sehr traurig sein könntet, wütend sein könntet. Es gibt Momente, wo ihr, ja, einfach keinen Bock mehr habt, wo ihr, egal. Also es könnte sein, dass ihr in den nächsten 78 Stunden aus der Haut fahren könntet, ja. Es kommen gesundheitliche Thematiken, ihr hört von einem Todesfall vielleicht auch, ja. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass das Negative, ja, nicht überwiegt, sondern am Schluss hast du die Zügel in der Hand, wenn du dich anstrengst. Am Schluss hast du dieses Gespräch, wonach du dich sehnst. Am Schluss, ja, hast du die Klarheit, nach der du dich sehnst. Aber was bedarf es? Innere Weisheit, innere Ruhe. Ja, also wirklich den richtigen Weg zu wählen. Auch was mit einem Vater, mit einem Mann, mit einem Opa zu tun hat. Also alles, was Familie ist, alles, was mit der Verbindung zu tun hat, um in deine Klarheit zu kommen, wird sehr wichtig sein. Es ist nicht immer so, dass es von uns abhängt, sagt man. Blödsinn. Es hängt immer von uns ab. Also wer so ignorant ist, ja, und sagt, es liegt dir nicht nur an mir. Doch, es liegt an dir. Warum liegt es an dir? Weil du strahlst die Energien aus. Du strahlst die Gedanken aus. Du strahlst, ja, aus, ob in der Nähe oder in der Ferne. Und die Menschen agieren nur so. Wenn dein Chef dich kündigt, ja, ist es, weil du entweder eine doofe Arbeit geleistet hast oder deine Energie schon null Bock ausgestrahlt haben. Versteht ihr, was ich meine? Also nimm nicht den Deckmantel, was kommt, liegt nicht an mir. Doch. Weil wenn es positiv wird, dann sagst du, ja, ich habe hier alles richtig gemacht. Nein, die nächsten 72 Stunden möchten dir helfen und zeigen. Vernunft, Vertrauen, Sicherheit. Kommunikation, Bereitschaft, Schwangerschaften, Geburten. Erfolge in der Arbeit, aber auch negative Wege, wo du mit deinem inneren Ich, mit deinem inneren Ego, mit deiner inneren Unzufriedenheit lidieren darfst. Das heißt, du darfst nicht nur geile Sachen erwarten, obwohl sie kommen. Ja, wir haben ja die Befreiung. Du darfst aber auch wirklich etwas dafür loslassen, um in den Frieden zu kommen. Okay? Die Dreieckskisten in den nächsten 78 Stunden, viele Dreieckskisten werden an die Luft kommen. Ja, es werden aber auch Dreieckskisten gebildet werden. Im Großen und Ganzen kannst du aufatmen, ja. Du entscheidest, ob du ein Jammerkasten bist oder ob du lieber anfängst, wirklich die Welt zu genießen. Es werden sehr spannende, herausfordernde 72, 74, 78 Stunden werden. Und denk dran, es ist eine Kollektivlegung. Die kann nicht immer zu 1000%ig auf jeden zutreffen. Warum? Weil eure Resonanzen sind anders. Ja, eure Egos sind anders. Und Menschen, die nicht in das Zulassen gehen, in das Resonieren gehen, können natürlich nicht viele Dinge verändern. Okay? Und hier geht es darum, der Wagen ist eine relativ negative bis zweifelhafte Karte, aber gleichermaßen animiert die Karte des Wagens und auch, ja, wirklich nach vorne zu schreiten. Und der Narr sagt, geh in die Leichtigkeit, nimm den Neubeginn an. Ja, egal wie oft man stagniert, am Ende wird es gut werden. Also Herausforderung ohne Ende, okay? Aber nichtsdestotrotz, wir können wunderschöne Stunden verbringen in den nächsten 78, 72, 74 Stunden, wenn wirklich die Energie dafür zugelassen ist, auch wirklich in sich hinein zu blicken. Es ist immer der Blick nach innen.
immer, du kannst es drehen, wie du willst, okay? Ich arbeite schon seit über 30 Jahren mit dem Tarot. Und glaub es mir, es ist wirklich wichtig, in die Annahme zu gehen und sich nicht vom Ego nähern zu lassen, nur weil man das nicht hört, was man will. Ja, ist alles Butterkäse. Nein, das ist total falsch. So kommt man nicht weiter in seinem Prozess. Möchtest du mehr wissen, schreib mich an, okay? Ich kann nicht immer so intensiv reingehen, aus verschiedensten rechtlichen Gründen auch. Private Legung, zielorientierte Therapien, schreib mich an, ich helfe dir gerne. Wenn du einen Notfall hast, du sagst, Alena, bitte, ich brauche ganz, ganz dringend Hilfe. Schreib mich an, okay, und du kriegst am gleichen Tag noch einen Termin, sofern wir spüren, es ist echt ganz, ganz dringend, okay? Von mir aus alles Liebe und genießt die nächsten Stunden, auch wenn es nicht so wird, wie ihr es möchtet, aber genießt es. Bis dahin, bye.